Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal wieder auf der saftigen, naja, geht so, Wiese. Ja, unser Grillspielplatz abseits von allem, mitten im Nirgendwo. Hier bin ich immer mal wieder gerne. Dachte mir, wir machen mal einen kleinen Vergleich von verschiedenen möglichen Unterlegplanen zum auf den Boden schmeißen. Das habe ich in der Form so noch nicht gemacht. Nee. Tatsächlich nicht, ja. In all den Jahren bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Dabei ist das ja durchaus ein Thema, mit dem man sich mal ein kleines bisschen beschäftigen kann im Outdoor-Bereich. Was lege ich mir eigentlich auf den Boden als generellen Schutz? Jetzt gar nicht so sehr als Isomatte. Als Isomatte taugt das Ding hier auch nicht allzu viel, sondern mehr so, ne, allgemein zum Abdecken, ne, zum drauf hantieren, zum drauf liegen, zum drauf sitzen, wie auch immer. Ja, und da gibt es im Grunde 1, 2, 3, 4, 5, 6, theoretisch, 6, da habe ich leider nicht da, Möglichkeiten, die ich empfehlen kann mit ihrem jeweiligen Anwendungsspektrum. Ja? Also es gibt kein richtig oder falsch. Es kommt halt immer darauf an, was man ein bisschen haben kann, haben möchte, beziehungsweise 5 kann ich empfehlen, die 6 habe ich deswegen nicht da, weil ich bin da nicht wirklich mit warm geworden. Die müssen wir dann theoretisch anquatschen, beziehungsweise ich kann euch noch ein Video dazu verlinken, wo ich das Ding mal in der Hand gehabt habe. Und ja, natürlich wieder Flugzeug, wie immer. Das ist die BW Mehrzweck-Unterlage. Ja, so heißt sie, glaube ich, Mehrzweck-Unterlage. Die bildet im gefalteten Zustand, den ihr gerade die ganze Zeit gesehen habt, das Rückenteil von Bundeswehr-Kampfrucksäcken. Das Ganze ist alles ein bisschen veraltet und sicherlich jetzt nicht gerade State of the Art, was Militärausrüstung angeht. Aber dieses Teil ist schon wirklich, wirklich praktisch, einfach universell einsetzbar. Hat übrigens ungefähr DIN A4-Seitenformat, ein kleines bisschen mehr. Was dahingehend ganz witzig ist, hat man sowas hinten im Rucksack und man möchte ein wichtiges Dokument faltenfrei transportieren. Könnte man meinen, was, das willst du da ernsthaft reinstecken? Ja, einfach so ein bisschen auffalten. Wichtiges Dokument in Schutzhülle, wichtig, in Schutzhülle bitte, hier reinlegen, zack, zumachen, an den Rücken vom Rucksack und garantiert faltenfrei dahin transportiert, wo man Sinn haben möchte, ist eine Anwendung. Ja, man kann damit das Feuer anfächern, insbesondere auf diesem Wege geht das ganz gut. Ja, habe alles auch schon gemacht, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Man kann sich, wenn man eine Bank hat oder einen Baumstamm, ja, dann macht man das so halb offen, legt das über die gesamte Fläche, hat man eine prima Sitzunterlage und behält einen relativ warmen Hintern, weil doppelt genommen ist es schon eine ganz gute Isolation an kalten Tagen. Als Gesamtkissen natürlich in diesem Zustand eine sehr dicke Isolation an kalten Tagen. So kalt kann es gar nicht werden, dass man dann auch einen dicken kalten Hintern bekommt, wenn man sich hier direkt draufsetzt. Habe ich wirklich noch nie erlebt. Also vielleicht kann es so kalt werden, aber dann hat man andere Probleme. Wirklich super multifunktional verwendbar. Und als Isomatte tatsächlich dann dieses Format. Ne? So hoch, also sie steht jetzt auf dem Boden, das könnt ihr nicht sehen, das müsst ihr mir jetzt glauben. Ist also deutlich länger als ein Mann lang ist. Also es sei denn, es ist jetzt so ein 2,10 Meter Mensch. Ich bin 1,90 Meter. Ja gut, sagen wir mal ungefähr Mannslänge. Man passt da normalerweise drauf, wenn man wirklich nicht völlige Überdimensionen hat. Breite passt auch. Ja. Ihr seht, ich kann mich prima dahinter verstecken. Ich bin also auch nicht breiter als das Ding. Nur Haken, das ist wirklich hauchdünn, hat einen halben Zentimeter, 0,4 Zentimeter bis 0,6 Zentimeter. Das hängt davon ab, wie alt oder neu die Matte jeweils ist. Mit 0,6 habe ich mal gesehen, habe ich aber nie besessen. Ja, und man kriegt die quasi eigentlich nur noch gebraucht oder irgendwelche Nachbauten. Die Nachbauten können auch gut sein, aber wenn man sowas hat, dann will man es vielleicht auch wirklich gebraucht haben. Und also ich habe da schon häufig wirklich drauf geschworen auf das Teil. Sie ist auch entsprechend dreckig. Ja, und sie hat ein paar Löcher. Dadurch verliert sie ja nicht an Funktionalität. Dann hat sie halt ein Loch. Na und? Das bedeutet natürlich, das Ding ist nicht mehr ganz wasserdicht als Unterlage, wenn es mal ein paar Löcher hat. Man kann die natürlich auch abkleben, einfach Panzertape drüber, gut ist. Dann kann durch die Löcher ein kleines bisschen Wasser austreten und man kriegt einen kleinen punktuellen nassen Fleck am Hinterteil. Zum Beispiel, wenn man da jetzt drauf sitzt oder eben drauf liegt. Aber...
ist schon einfach wirklich ein klassisches, tolles Ausrüstungsgegenständlein. Und ich würde es, wie gesagt, nicht unbedingt als Isomatte zählen, sondern einfach als universelle Unterlegsplane und Unterlegsmaterial, wenn man irgendwo drauf liegen. Ne? Im Schwimmbad, selbst im Freibad ist das eine tolle Möglichkeit, ergänzend mit dem Handtuch, um sich da einfach auf die Wiese zu klatschen. Ja, wiegt etwa 450 Gramm, je nach Ausführung, ja, schwer zu sagen. Das ist gefühlt natürlich sehr, sehr leicht, wenn man sich das ganze Paketchen dann quasi anguckt. Und wenn man sich anguckt, wie groß und wie dick und wie komfortabel dann doch letztendlich, ist schon gar nicht so ungemütlich. Ne? Also lange drauf schlafen, ja, mal eben kurz drauf liegen, das geht ganz gemütlich. Ja? Also lange drauf schlafen ist ungemütlich, so meine ich. Ja, Deutsch. Ja, und das würde ich mir jetzt mal auf den Boden klatschen und dann zeige ich euch mal noch die anderen Sachen, die ich so habe. Da muss ich hier nicht so dumm rumstehen, aber das ist wirklich was, das wollte ich mal kurz im Stehen präsentiert haben. Das machen wir mit den anderen Sachen dann möglicherweise nachher auch noch mal kurz. So, lala, dann machen wir jetzt die anderen Dinger erstmal als Theorie und dann machen wir noch einen kleinen Praxisteil. Ich lege die dann auch jeweils noch aus und zeige euch mal grob die Dimensionen, sofern das eine Rolle spielt. Denn bei zum Beispiel diesem Teil hier, das kann man sich auf beliebige Dimensionen zuschneiden. Das ist auch so vielleicht, ja, es ist mit ziemlicher Sicherheit die günstigste Lösung, die wir jetzt hier dabei haben. Wobei eine BW-Mehrzweckunterlage, die ist auch nicht teuer. Wirklich bei weitem nicht teuer, gerade gebraucht. Also zumindest früher hat man die nachgeschmissen bekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt die Ukraine-Russland-Situation irgendwie dazu führt, dass jedes Stückchen Militärausrüstung plötzlich unglaublich teuer geworden ist, weil man ja ohne nicht mehr überleben kann. Jetzt kommt die Sonne raus. Schweinerei. Was soll das denn? Wer hat denn die bestellt? Gut, ich kann mich mit meiner Plane abdecken. Hey. Denn es ist die Baumarkt-Universal-Plane. Ja, also man kennt die, die gibt es auch teilweise im Gartencenter. Gibt's, meistens werden die verkauft in zwei Stärken. Einmal die dünne, das ist diese hier. Die dünne hat den Vorteil, die hat irgendwie sowas um die 80 Gramm pro Quadratmeter. Das bedeutet, man kann da tatsächlich, wenn man nur einen Quadratmeter Nipp nimmt, auch relativ viel Gewicht sparen. Also 2 Meter mal 50 Zentimeter, nicht, dass das nennenswert ausreicht, um eine Bodenplane zu haben, hätte dann tatsächlich nur 80 Gramm. Ja? Und entsprechend 2 Meter, 2 Quadratmeter, also 1 Meter mal 2 Meter und das reicht dann ja schon, um das abzudecken, wo man sich so aufhalten möchte, zum Beispiel in Schlaf. Platz, dann wäre es dann halt mit 160 Gramm dabei. Das ist also durchaus eine relativ leichte Variante. Theoretisch hat die an den Ecken noch Ösen. Wenn man sie sich zurechtschneidet, dann hat man halt nicht mehr alle Ecken zur Verfügung und hat auch nicht mehr alle Ösen. Man kann, wenn man weiß, wie es geht, mit einer Ösenzange allerdings auch neue Ösen anbringen. Und die Kanten, die muss man einfach doppelt legen, wenn man eine Öse durchmachen möchte. Und also das ist noch eine Originalöse hier. Ne? Und kann sie auch nochmal mit Panzertape verstärken, die Kanten, wenn das Ding Ösen haben soll. Ösen zu haben an einer Bodenplane. Ja, und die macht halt ein bisschen Krach. Hat einen großen Vorteil, nämlich den, dass man sie dann am Boden auch fixieren kann. Ja, das heißt, die rutscht dann nicht in der Gegend rum, wenn man selbst drauf rumrutscht, wenn man selbst drauf rumhantiert und so weiter und so fort. Dann möchte man dann vielleicht durchaus Ösen dran haben. Und wie robust sind die Dinger? Also die 80 Gramm Variante, die schwerere würde ich nicht empfehlen. Die schwerere ist schon arg schwer. Klar, die ist noch mal einen Ticken robuster, aber da, wer jetzt sagt, das Gewicht ist mir egal, da gibt es wiederum andere Möglichkeiten. Ja? Also das wäre so eine Mittel, es ist so die Kompromisslösung. Ist günstig, ist relativ leicht, ist relativ robust und ist in beliebiger Größe verfügbar, weil man kann sich halt zurechtschneiden. Ne? Aber macht Krach, ne? Ist laut. Das ist die BW-Unterleg, Mehrzweck-Unterlegs-Gedönsmatte natürlich nicht. Ja? Und das ist gewöhnungsbedürftig. Es gibt Leute, die finden ja prinzipiell so eine Baumarktplane prima, aber wenn die bloß nicht so viel Krach machen würde, man kann sie selbstverständlich auch als Tarpersatz verwenden. Was heißt als Tarpersatz? Man kann sie als Tarp verwenden.
Und ja, Größe hängt halt davon ab, wie viel Größe man haben möchte. Ich habe mir auch mal, beziehungsweise meine Frau hat sich auch mal eine zusammengeschnitten. Die hatte genau das, war ich das oder war das Frau? Weiß ich nicht mehr, ist ja auch egal. Jedenfalls hatte die genau das Format der Isomatte, die drauf liegen soll, mehr oder weniger, plus 5 cm an allen Ecken. Und ein extra Flap, also einfach ein extra Rechteck zur Seite weg, guckend, wo man dann sein Geldbeutel, sein Taschenmesser, sein Handy und was weiß ich was noch drauflegen kann, ohne dass das direkt auf dem Boden liegen muss, dass man also sozusagen ein Nachttischchen noch nebendran hat. Das ist nur so eine Möglichkeit, was halt lustig ist, wenn man eine individuell zuschneidbare Plane hat. Dimension zeige ich euch nach. So. das also theoretisch die Universalplane ist auf jeden Fall eine Lösung, mit der man sein Leben lang zurechtkommt. Ja, gar keine Frage. Brauchen tut man was anderes nicht unbedingt. Das geht auf jeden Fall, wenn man will. Ja. Wer Optimierungsbedürfnis hat und zum Beispiel was haben möchte, was länger hält, da gäbe es potenziell auch silikonisiertes Nylon als Bodenplane. Das ist so ein bisschen umstritten, weil grundsätzlich Nylon an sich ist schon ein durchaus toughes Material, durchaus relativ reißfest, vor allen Dingen nicht unbedingt durchbohrungsfest. Da kann also ein Dorn oder ähnliches relativ schnell mal durchpieken. Und das muss ich jetzt noch ansprechen. Wie schaut es denn aus mit spitzen Gegenständen auf dem Boden? Spitzen Steinen, Ast, vor allen Dingen ein Ast, der muss einfach nur in Richtung hoch zeigen, aufgerichtet sein und du schmeißt da deine Plane drauf und dann ist es eine etwas fragilere Plane und dann legst du dich auch noch drauf, dann piekt dir so ein Ding relativ schnell durch eine Plane durch. Bei der BW Mehrzweck-Gedöns-Dingens hier ist mir das auch schon passiert. Also da geht das auch, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Da muss man schon einen ganz böse Stein geht da eigentlich nicht durch, aber eben wirklich einen spitzen Ast haben. Zum Beispiel, das werdet ihr jetzt nicht sehen können, aber hier genau in der Mitte der Knickstelle, da ist nämlich mal was durchgebohrt und die Knickstelle hat leider auch fabrikationsbedingt gerne mal recht schnell ein Loch in der Mitte. Also auch da kann mal ein ganz kleines bisschen Wasser austreten. Übrigens die Mehrzweckplane aus dem Baumarkt, die ist schon 100% wasserdicht. Die ist auch dann noch wasserdicht, wenn man drauf liegt. Wenn sie älter wird, wird sie irgendwann leicht durchlässig, weil das Material halt doch vergleichsweise dünn ist. Und ja, das merkt man dann irgendwann. Ja, genau, so viel zum Thema Wasserdichtigkeit und Durchbohrungsschutz. Weiterreißfähigkeit von dem Ding geht so mittel, ne, wie alles bei dem Teil ist, ungefähr mittel. Heißt, man kriegt die schon nicht, jetzt, wenn sie einmal eingerissen ist, dann reißt die nicht ruckzuck in Stücke bei jeder noch so kleinen Bewegung, sondern man muss schon Kraft ausüben, um sie weiter einzureißen. Ja, und so ähnlich ist das jetzt auch mit silikonisiertem Nylon. Ihr seht ja vom Packmaß her, ist das jetzt ein ganz kleines Paket. Das kann man von mir aus auch noch so klein machen. Das ist auch nicht die größte Plane, aber das passt tatsächlich in die Hosentasche. Das ist dahingehend, gerade mit dem Packmaß, auch dann noch ein praktischer Gegenstand, wenn man sich mal eben schnell vorm Regen schützen möchte. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel gar keinen Tarp dabei hat, weil man zum Beispiel ein Zelt verwendet und einfach nur eine Unterlegsplane fürs Zelt haben wollte oder eine Unterlegsplane fürs Vorzelt oder fürs vor dem Zelt hocken oder sonst irgendwie, dann ist das halt einfach praktisch, weil wenn ein Regenguss kommt und man merkt, oh, das ist ja nur ein Regenguss, weil man zum Beispiel weiß, es ist nur ein Gewitterregen, der geht ja bekanntermaßen auch schnell wieder vorbei und es ist ansonsten schönes Wetter heute, dann kann man sich das hier einfach schnell überschmeißen wie ein Poncho, abwarten, bis der Regen vorbei ist und gut ist. Und da ist dann halt natürlich dieses Packmaß wirklich praktisch, weil das passt quasi unter den Hut. Gewicht sind wir da auch so bei um die 60 Gramm pro Quadratmeter, ist also vom Grundgewicht her tatsächlich sogar noch ein Hauch leichter, also jetzt zumindest dieses Material, wobei es gibt auch welche mit bis zu 120 Gramm pro Quadratmeter, da kommt es jetzt einfach drauf an, will man lieber ein bisschen mehr Robustheit oder will man lieber ein bisschen mehr Gewicht sparen. Sensationell ist vor allen Dingen wirklich das Packmaß. Das ist schon toll.
Ja? Und es ist eine dauerhafte Angelegenheit, das ist gewebt, das ist wasserdicht beschichtet mit Silikon. Silikon ist ziemlich lange verglichen mit anderen Materialien wie der Baumarktplane UV-beständig, heißt, wenn da die Sonne drauf scheint, geht das nicht so schnell kaputt. Irgendwann auch, ja? Aber verglichen mit Baumarktplane hält es recht lange, die Sonne, der Sonnenstand. Andererseits ist natürlich auch, kostet auch ein bisschen Geld, wenn man es ersetzen möchte. Eine Baumarktplane kostet 10 Euro, 2x3 Meter. Ja, früher auch mal weniger, inzwischen 10. Wahrscheinlich inzwischen 12, weiß ich nicht. Ja, dieses Exemplar hier insbesondere hat eine Vorder- und eine Rückseite. Das hier ist die Rückseite und da seht ihr, nee, das ist auch die Rückseite, das ist die Vorderseite. Minimale Unterschiede. Das liegt daran, dass die eine Seite halt direkt Silikon beschichtet ist und die andere nicht. Die hier ist es nicht. Die Unterseite ist es schon. Da ist dann die Beschichtung drauf. Und ja, man kann es erahnen. Und auch die hat Ösen. Ganz, ganz kleine, leichte Ösen jetzt. Nicht so große Messingringe, die vergleichsweise stark zum Gewicht beitragen. Und so Reflektorelemente. Gibt es von verschiedenen Herstellern ähnliches Zeug. Das hier ist von Geartop. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein China-Firma, mehr oder weniger. Aber qualitativ sind die wirklich, wirklich in Ordnung. Und die haben vernünftige Nähte, sie sind gut vernäht. Die Abspanndinger sind okay. Bisher hat es tatsächlich noch kaum ein Loch. Wurde eigentlich viel von uns verwendet. Und ja, ist von dem Gewicht her halt wirklich auch ziemlich leicht. Ist halt nicht groß. Ja? Das sehen wir dann gleich. Und das Blöde ist, wenn es mal dreckig ist, ist auch nicht ganz so leicht, wieder sauber zu kriegen wie andere Varianten, weil man möchte das einfach nicht unbedingt direkt in die Waschmaschine schmeißen und dreckig wird's. Und Schutz vor Stechkrempel von unten. Das hält sich sehr, sehr in Grenzen. Dafür ist der Nässeschutz in Sachen, ist das wasserdicht. Der ist eigentlich ziemlich gut. Das habe ich noch nicht geschafft, dass da irgendwie Wasser durchgegangen ist. Also so Schutzwirkung 2 von 5 Sternchen. Baumarktplane vielleicht 3 von 5 Sternchen. BW-Matte, ja, die ist schon, also man muss sich große Mühe geben, um da was durchzupieken. Ich sage jetzt mal 4,5. Ja. Also da muss man sich schon ganz große Mühe geben. Ja, also damit wir da mal so grob das Ganze abgeklärt haben. Gewichttechnisch sicherlich wirklich, also wenn leicht gut ist, dann würde ich ihr 4 von 5 Sternchen geben. Es gibt noch mal ein paar leichtere Lösungen, aber nicht mehr allzu viele. Da hat die allerdings ehrlich gesagt auch 4 von 5, weil die ist auch sehr leicht. Und ja, die Matte, die ist eher schwer, insbesondere wenn man vielleicht noch 2 davon mitnehmen möchte, weil man mehr Platz braucht. Packmaß selbstverständlich auch ziemlich riesig bei der Matte. Andererseits ist es ein praktisches Packmaß, was in jedem Rucksack ans Rückenteil dran passt. Aber insgesamt ist das Volumen schon recht groß. Ne? Gut, dann haben wir die Elefantenhaut. Die hat garantiert jeder schon mal gesehen. Das ist vielleicht die meistverwendete, zumindest im YouTube-Outdoor-Bereich, YouTube-Wald-Outdoor-Bereich, die meistverwendete Bodenplane, die man so finden kann. Gedacht war das Ding auch tatsächlich mal als Unterlegplane für unter die Dackelgarage, habe ich mir sagen lassen, also das Bundeswehrzelt. Und ja, darum auch Elefantenhaut, weil halt wirklich super robust. Das ist irgend so ein Gummi-Plastik-Mix-Material und hat, wenn man es näher an die Kamera hält, kann man es sehen, so eine Waben- bzw. eine rechteckige Struktur. Das heißt, da innen drin sind nochmal extra Plastikfäden, Kunststofffäden, eingeschweißt, die dafür sorgen, dass das Ding quasi unreißbar ist. Also wenn man die, selbst wenn die mal einen Riss bekommt, von welcher Kraft auch immer die dazu in der Lage ist, ja, hau ab, Bienchen, tschüss. Von welcher Kraft auch immer die dazu eben in der Lage ist, mal einen Riss bekommen sollte, dann reißt dieser Riss, das ist nahezu ausgeschlossen, dass der noch nennenswert weiter reißt. Also kommt drauf an, was man mit der Plane vorhat. Ösen hat sie keine, Packmaß ist beschissen, ehrlich gesagt. Ja, wobei, ja, im Vergleich zu den anderen Sachen ist es relativ schlecht. Man kann die aber schon mitnehmen. Gewicht
ist sie auch ziemlich schwer. 400 Gramm wiegt so ein Ding, plus minus ein bisschen. Größe ist nicht standardisiert, so ungefähr zwar schon, aber man kann mal eine erwischen, die 3-4 cm größer ist, länger bzw. 3-4 cm kürzer und so weiter. Gibt es derzeit immer noch für relativ wenig Geld bzw. wieder für wenig Geld. Nachdem mal wieder ein paar Container davon aufgetaucht sind, konnte man sie wieder kaufen. Lange Jahre konnte man sie quasi gar nicht kaufen, weil mal nur 2-3 Container im Handel gelandet sind. Und dann waren die irgendwann verkauft, beziehungsweise die Restexemplare waren dann irgendwann sündhaft teuer, die letzten, die es noch gab. Und dann sind wieder welche aufgetaucht und dann waren sie wieder plötzlich günstig zu haben. Das ist, glaube ich, bis heute so, es sei denn, da hat sich in den letzten Wochen was dran geändert. Wie gesagt, Format muss man dann gucken. Und hier steht sogar noch das Stempelchen drauf, das auf die Militärherkunft so ein bisschen verweist. Das ist also schon wirklich original. An Robustheit wirklich nicht zu überbieten. Es ist auch nahezu unmöglich, dass da irgendwas durchstechen kann. Ich habe da schon das Ding auf Brombeeren direkt geschmissen und da geht auch nicht mal im Brombeergebüsch, selbst wenn du dich drauflegst und drauf kniest. Bei drauf knien, punktuell mit den Knien und darunter ist ein Brombeerstachel und der piekt dann hoch. Sowas kann durchgehen. Ja, aber das ist auch das Einzige. Das heißt, wer eine empfindliche Isomatte hat und da groß viel Angst hat um seine Isomatte, dass die irgendwie Dornen von unten abbekommt und solche Späße, dann wäre das das Mittel der Wahl. Auch wenn die halt bei vergleichbarer Größe etwa doppelt so schwer ist wie Baumarktplane und nochmal natürlich einen Ticken noch schwerer im Verhältnis wie die Silnylon Geartop Unterlag Gedönsgeschichte. Ja? Ösen hat sie keine, befestigen kann man sie entsprechend nicht. Man könnte Ösen dran machen, das habe ich schon gesehen. Leute, die sich hier einfach Ösen dran genietet haben mit dem Ösennieter, spricht nichts dagegen, das hebt ganz gut. Das Material kann ja, wie gesagt, fast nicht ausreißen. Was man auch versuchen kann, ist einfach eines dieser kleinen Quadrate, die da drauf sind, einfach auszuschneiden und damit eine Mini-Öse zu schaffen und da dann einfach ein Stöckchen durch zum leichten Festhalten auf dem Boden, damit es einfach nicht verrutscht. Das habe ich auch schon gesehen, das soll ganz gut funktionieren. Ich hatte nicht das Bedürfnis, das jemals zu tun, habe ich auch bis heute nicht. Ja, geht. Ne? Also Robustheit ganz klar 5, wirklich, wirklich, wirklich super solide, hebt auch ewig. Hat man einmal gekauft, hat man sein Leben lang was dafür von, die sind wirklich unkaputtbar. Man kann sie anzünden, da haben sie ein Loch, das ist die Möglichkeit, um sie kaputt zu kriegen, aber sonst wüsste nicht was. Ne? Aber für eine Bodenplane dieses doch eher, okayen, völlig in Ordnung, reicht für eine Person, ja, aber nur okayen Format, ist es schon schwer. Ja. Häufig ja so, Militärausrüstung, unzerstörbar, sauschwer im Vergleich. Gut, dann haben wir Plastikfolie. Und zwar, das hier ist tatsächlich eine Fensterisolierfolie von Tesa. Die kann man also als Fensterisolierfolie beim Tesa-Händler seines Vertrauens erwerben. Packmaß ist nicht gar so winzig, weil man die Luft nicht rausgedrückt bekommt. Ne? Also jetzt wäre es im Grunde klein faltbar, aber man kriegt die Luft nur ganz, ganz schwierig. Das muss man daheim auf dem flachen Boden minutiös, vorsichtig zusammenlegen, wenn man sicher gehen möchte, dass man sämtliche Luft rausdrücken kann. Dann ist das Packmaß natürlich noch mal ein bisschen winziger, potenziell, als sogar bei der Silnylon-Geschichte. Aber die Luft ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wiegt gefühlt nix. So ein Teil hat keine 100 Gramm, bei weitem nicht. Ist jetzt auch ein recht kleines Teil, aber ich muss es nochmal nachwiegen. Ne? Das mache ich daheim und schreibe euch mal noch unten hin, was das jetzt genau wiegt. Also weit unter 100, 70, 60, sowas um den Dreh, vielleicht nochmal ein bisschen leichter. Ist damit die Ultraleicht-Variante. Ist überragend wasserdicht, gar keine Frage, solange es keine Löcher hat. Völlig überragend Wasserdichtigkeit. Preislich ist es auch ganz okay. Die sind jetzt nicht, kosten jetzt nicht gar nichts, diese Dinger von Tesa. Es gibt sie teilweise auch im Outdoor-Handel. Dann nochmal eine Spezialversion, die angeblich extra für den Outdoor-Einsatz gemacht ist, etc. pp. Besteht aber aus genau dem gleichen Zeug wie das Tesa-Zeug. Und also das ist so ein bisschen der Knack, Dreh- und Angelpunkt. Ja,
Größe seht ihr ebenfalls gleich. Und was man der Fairness halber natürlich sagen muss, die ist von der Schutzwirkung her 1,5 bis 2 Sternchen. Also ein Messer, ja super, gegen Durchbohren, gegen Durchstoßen eher mies. Aber das ist jetzt auch nicht einfach eine Malerfolie. Die Malerfolie kennt man ja sicherlich, hat man garantiert schon mal im Einsatz gehabt. Es ist schon eine erstaunlich, wenn man bedenkt, wie dünn die ist, ja, und dass man da problemlos durchgucken kann, ist die erstaunlich stabil. Sie raschelt ein ganz kleines bisschen, nicht so stark wie die Baumarktplane, ist aber auch nicht 100% geräuschfrei. Anders als zum Beispiel die Elefantenhaut, die macht quasi gar keinen Krach oder so gut wie keinen. Und die Silnylon-Geschichte, die ist auch ziemlich, ziemlich leise. Ja, also vielleicht nach der BW, nach der Baumarktplane, das zweitraschelndste von dem Zeug, was ich jetzt hier habe. So, also hier einmal Geartop-Unterlegplane. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich da gerade so drauf. Ne? Also so in diesem Format gerade so. Von der Länge her reicht etwa für ein 1,80 bis 1,90 Mensch. Wer nur 1,70 ist, hat sowieso keine Schwierigkeiten. Komfort. Wärmen tut das Ding halt gar nicht. Ne? Also wenn es unten nass ist, dann ist es oben auch nass und ist halt ein bisschen schmal. Es gibt die natürlich auch noch in größer. Das ist halt minimalistisch. Minimalistisch, sehr, sehr wasserdicht, relativ langlebig. Wenn man sich nie was Neues kaufen möchte, dann ist man vielleicht mit der minimalistischen Variante hier ganz gut bedient. Funktioniert auf Wiese problemlos. Ja? Auf der Wiese sollte auch nichts sein, was hier irgendwie durchgeht. Funktioniert auf gut aufgeräumten Waldboden, auch auf bisschen fahrlässig aufgeräumten Waldboden noch ganz gut, würde ich sagen. Wer besser aufräumt, ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. So, und weil ich jetzt die Kamera zu faul bin am Umbauen, lege ich mich einfach hier so jetzt mal rüber. Anmut und Grazie. Ja, also BW Mehrzweck. Unterlage bin ich tatsächlich jetzt gerade nicht ganz drauf. Die ist für jemanden mit 1,90, der die Füße in Bauchlage ausstrecken möchte, dann irgendwo zu kurz. Da liegen die Füße dann halt unten. Da so gesehen ist das Teil hier noch ein Hauch länger. Also Länge langt eigentlich normalerweise aus, aber Breite ist halt eher bescheiden. Das ist hier natürlich noch intensiver. Das Ding ist nun wirklich nicht sehr breit. Man kann sich gerade so drauflegen. Man hat aber keinen Platz mehr links und rechts, um noch irgendwelchen Krempel unterzubringen. Dafür ist die halt warm. Ja, die hat halt anders als alle anderen Matten zusätzlich noch eine gewisse Isolierwirkung. Die ist jetzt bei Weitem nicht toll, aber das macht schon einen Unterschied. Und gerade wenn man eh nur im Sommer in Anführungszeichen draußen ist, mir ist kuschelig warm von unten, so wie ich hier jetzt drauf liege. Ich merke da gar nichts, dass der Boden irgendwie kalt ist. Da drüben habe ich das gerade gemerkt. Ja? Und sie hat natürlich noch eine gewisse Polsterung, das ist auch minimal, aber ja, es ist einfach viel gemütlicher. Es ist ein Universalgegenstand. Ja, kann alles, ein bisschen, nix, perfekt, aber ja, gut. Nächste. Hui, aber da. Das ist ja lustig. Schaut mal, ich habe mir hier tatsächlich gerade, wartet, da habe ich mir doch tatsächlich jetzt gerade hier einen kleinen Ast durchgebohrt. Jetzt gerade, hier gerade passiert, das ist ein dickerer, fetterer Grashalm, der hier abgemäht wurde und der jetzt, ja, tatsächlich da durchgebohrt hat. Ich meine, da war schon vorher ein Loch gewesen, habe ich irgendwie das Gefühl, aber bin mir nicht sicher. Ja, also wie gesagt, gänzlich frei von Durchlöcherungsrisiko ist das Ding nicht. Stabilität also nur so, auch nur so 2,5 von 5 möglichen Sternen. Und bei diesem Ding, übrigens, Dreck hält sich teilweise wirklich ziemlich hartnäckig. Ja, auch so 2,5 würde ich sagen. Ja. Aber dadurch, dass die halt ein bisschen flexibler ist und nicht relativ starr vom Material, wird halt auch nicht ganz so flott was durchgedrückt. Ja, rüber zur Elefantenhaut. Die Elefantenhaut ist nicht umsonst so das meistverwendete Unterlegteil, das im Outdoor-Bereich so zum Einsatz kommt. Sie ist
durchaus breit genug, dass man da auch eine breite Isomatte drauf bekommt und trotzdem links und rechts noch ein bisschen Platz hat, dass man nicht sofort, wenn man von der Isomatte rollt, aus dem Lager rollt, sozusagen, von seiner Bodenplane, die ja gefühlt ein Stück Heimat ist, runterrollt. Also für mich ist das immer schon so ein bisschen so, wenn ich mein Lager aufschlage und meine Bodenplane irgendwo hinlege, dann ist das jetzt halt mein Zuhause, soweit wie die Bodenplane reicht. Und möglicherweise noch, inwieweit man Dach drüber hat oder nicht, spielt auch noch mal eine Rolle. Wenn man wirklich Cowboy-Camping macht, sprich unter freiem Himmel pennen, ohne alles, außer vielleicht eine Bodenplane, eine Isomatte, einen Schlafsack, dann spielt das schon eine Rolle und das der abgesteckte kleine Bereich sozusagen, den man sich jetzt von der Natur so ausgeliehen hat, um dort eine Nacht zu verbringen, ist hier schon relativ groß. Insbesondere ist das Ding lang. Ich liege hinten mit den Füßen, glaube ich, noch drauf. Ja, tue ich. Und vor allem lang. Super breit ist er nicht, das ist aber auch nicht wichtig, weil man kann seinen Rucksack super am Fußende oder am Kopfende, je nachdem was einem lieber ist, noch draufkriegen, wenn man da liegt und man nicht eine allzu lange Person ist. Abgesehen vom Gewicht und vom Packmaß ist die einfach klasse. Ja, ich habe ja schon gesagt, unzerstörbar, da geht nichts durch. Nach wie vor eine klasse Unterlage. So, jetzt bin ich faul und spare mir hier gerade kurz den draufliegenden. Ich mache den draufsitzenden. Das ist Baumarktvariante. Von der Haptik, vom Gefühl her ähnlich wie die Bundeswehrgeschichte. Auch da haben wir null Temperaturisolation. Bei der Elefantenhaut habe ich das Gefühl, dass die ein Hauch Wärme, ein Hauch Isolation bietet und nicht ganz die Temperatur vom Boden quasi sofort zu spüren ist, sobald man sich drauf befindet. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Format ist halt abhängig von dem, was man sich zurechtschneidet. Das hier war für meine Frau mal ursprünglich ausgelegt, ist also für mich ein bisschen zu kurz. Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. So, und schließlich die Variante Polycryol nennt sich dieses Zeug. Das ist eben das in dem Format, wie man es von Tesa halt auch käuflich erwerben kann. Das Problem ist, dieses Format ist für mich ein Ticken zu kurz, aber so sieht es halt dann nun mal aus. Streicht man schön in die Länge, passe ich der Länge nach gerade so drauf. Das heißt, ich kann die Isomatte drauflegen, aber wenn ich dann irgendwie nach unten, also im Kopfbereich, vor die Isomatte gucke, dann bin ich schon außerhalb von meiner Plane. Das heißt, es wäre schön, wenn es die noch etwas größer gäbe. Darum werde ich wahrscheinlich mich da mal umgucken, ob ich die nicht noch in einem anderen Format irgendwo bekomme. Ansonsten muss man halt wirklich schon gucken, auch wenn sie viel stabiler ist, als sie aussieht. Sieht ja aus wie Malerfolie. Da kommt schon recht schnell mal was durch. Die hat schon flott mal ein kleines Loch. Solange sie noch keins hat, ist zumindest die Wasserdichtigkeit wirklich hervorragend. Ist halt eine Plastikplane. Und außerdem, ihr seht hier ja in den Ecken, liegt jeweils Beschwerungsmaterial. Das ist fast absolut notwendig. Sobald der Hauch eines Windelchens weht, fliegt einem das Ding, weil es halt nichts wiegt, sofort in alle Richtungen. Das heißt, man muss sie recht schnell beschweren mit Steinen, mit was man halt eben so findet. Hölzer oder in meinem Fall hier ein paar Ausrüstungsgegenstände. Ja, und grundsätzlich, das Ding ist ja erstaunlicherweise gedacht als Fensterisolierfolie und das bedeutet, die ist warm. Ja? Also das ist noch so ein Bonusvorteil, den man überhaupt nicht erwarten würde, aber man hockt hier wirklich erstaunlich warm drauf. Isolationseigenschaften sind noch etwas besser als bei der Elefantenhaut, natürlich nicht ganz so gut wie bei der dicken Isomatte, aber man merkt das deutlich. Muss halt wie gesagt vorsichtig sein, dass man sie nicht kaputt macht, auch wenn sie wie nochmal viel stabiler ist, als sie aussieht.
Ja, und jetzt habe ich ja ganz vergessen, Tschüss zu sagen. Und ich wollte ja noch erwähnen, es gibt noch eine sechste Planvariante, die habe ich in diesem Video mal ein bisschen vorgestellt, konnte mich langfristig aber nicht wirklich überzeugen. Für wen das was ist, bitte gerne. Und ja, kann man unter Tüvek, ein Mann im Wald, irgendwie ergoogeln. Ich würde euch hier ja einen Link reinklatschen, aber das geht im direkten Schnitt nicht und ich habe keine Ahnung, wann und wie ich das hochlade und dann müsste ich den Link dann hinzufügen und das Video ist vorproduziert für irgendwann mal und drum geht das alles nicht. Ja, weil ich nicht schlau genug, kriege ich nicht hin. Aber ich bin sicher, wenn euch das wirklich dringend interessiert, dann seid ihr in der Lage, das via Google oder YouTube-Suche oder sonst irgendwie zu finden. So, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.